Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Medal of Honor und das am 16.03.2018. Ja, beim letzten Mal sind wir hier bei dieser Mission stehen geblieben und wir müssen jetzt machen: Finde die Granaten, zerstöre die Treibstofftanks, Schlucht verlassen, zu Kreta vordringen. Okay. Haben wir jetzt hier aktuell irgendwelche Ziele? Ne, das Ducken. Ah. Warte mal, ich hab doch noch einen Scharfschützen hier. Oh, shit, shit, shit. Kannst du dran glauben? Ist hier noch so ein Penner? Nö. Okay. So. Medipack? Na? No. So, warte mal kurz, wo wollte ich jetzt hin? Wo mein Auge irgendwie hulle. Alter Schwede. Huh. Erstmal hier in den Bunker. Den erledige ich jetzt, die Hanswurst. Tschüss. Ja. Du mich auch. Was ist alles hier, was ich abgeballert habe? Da kommen denn noch welche? Nein. Ich werde mich nachher noch ein Longplay aufnehmen, und zwar Rayman 1. Kann ich so viel schon mal dazu verraten? Kommt am morgigen Tage noch? Als eine Art Longplay, habe ich mir überlegt. Wird ein schönes Longplay werden. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich werde das nämlich nicht als Let's Play machen, sondern als Longplay. Rayman 2 mache ich als Let's Play, auf alle Fälle. So viel schon mal dazu gesagt. Warte mal, ist hier noch was für mich? Welche Gegner? Ah, du kannst sterben. Ja, Treibstoff zerstört. Sehr schön. Ich habe ja noch meine Thompson. Jetzt noch ihr. Das Spiel habe ich noch gar nicht gesagt, es ist ab 18. Noch so eins, ja komm. Jetzt nehme ich meinen Scharfschützengewehr und schnipsen einfach das Licht aus. Wo ist er denn? Ach da. Schön und sauber. Kommt mal her, ich will euch. Noch einer? Ne, ist nicht mehr. Gut. Granaten gefunden, wunderbar. Und jetzt alles? Ja. Nur noch verlassen. Kindig. Ja, ich hoffe, du machst der Grube, ja. Da oben. Nein, 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 nein. Da. Hehe.
Jetzt seid ihr fällig. Und tschüss. Noch eine? Ach da. Da oben. Ich sag doch gleich. So. Heilung wäre nicht schlecht. Ja, hier. Jetzt müssen wir nur noch zu Greta vordringen. Ja, das will ich jetzt schaffen. Und zwar hier weiter nichts. Gut. Der noch. Oh, warte. Ich erinnere mich. Nicht mehr. Ich erinnere mich gar nicht. Kann ich genau, haargenau die Granate da reinwerfen? Warte mal. Genau jetzt. Ich wupp hier rein. Nee. Erstmal du hier. Tschüssi. Der andere. Einfach mal nur den Bunker. Ja, das machen wir doch. Ich wusste, dass da noch einer kommt. Komm, wo ist der her? So. Dann gehen wir mal weiter, eliminieren die anderen noch. Dann eliminiere ich die anderen Kerle noch, die hier noch irgendwo rumlaufen. Wäre schon schön. Das war's? Nee, noch lange nicht. Ja, du mich auch. Wo ist der nächste? Ein bisschen Getränk. Sollen wir nicht sprengen? War das nicht so? Ja doch, oder? So. Tot. Ach ja, von oben. Nice Geschichte hier. Hä? Nee, ich muss ja hier hin. Oh mein Gott. Manchmal hasse ich meinen Nachbarn irgendwie so ein bisschen doch. Der muss immer um die Zeit bohren, das ist so dumm. Echt? Sollte man gleich nach oben gehen und sagen, Fresse.
Naja, komm. Haben wir denn schon alles hier? Ja. Ich habe ja auch alle Ziele erfüllt, die es gibt. Schlucht verlassen. Noch nicht. Erstmal die. Und her. Ich eliminiere euch doch alle. Mal, wie viele kommen denn da? Ja, ich gehe. Tschüss. Na, zwei Sterne nachkommen. Drauf geschissen. Nun auf die nächsten Hauptaufgaben gespannt, welche ich erledigen muss, erfüllen muss. Auf alle Fälle. Zerstöre die Kräter. Okay. Werfen wir den Scheiß-Tank? Oh, Scheiße, 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 weg. So, ich brauche ein Scharfschützengewehr, bitte. Der ist schon mal... Die Schichte? Den? Komm, ich liebe es in solchen Spielen halt die Leute den Köpfen abzuballern. So, du noch. Gut. Eine Heilung wäre mal nicht schlecht. Sonst gehe ich wirklich noch drauf. Freut euch mal drauf, wenn ich Half-Life spielen werde für die PlayStation 2. Habe ich sogar auch da. Und deswegen könnt ihr euch mal drauf auch freuen. Halt. Granätchen. Natürlich habe ich ein Scharfschützengewehr. Scheiße.
So, erledigt. Nee, das wollte ich doch ja nicht. Nee, das wollte ich. Deckung! Boah, ich bin jetzt hier so schlecht, wenn ich ein Scharfschützengewehr hab. Ja. Da hättet ihr mich mal bei Far Cry sehen müssen, hier. Instinct Predator für die Xbox. Also, das war ein Spiel, was richtig Laune gemacht hat. Also, spielte alles in einem Dschungel. Und, ja, da haben wir halt, wie nennt man dann gespielt? Jack Carver? Genau. Und das werde ich auch noch irgendwann als Let's Play mal bringen. Und Far Cry? Mein erstes? Warum eigentlich nicht? Hätte ich sau Bock drauf, irgendwie? Ja. Irgendwann kommt das noch. Ja, warum eigentlich nicht? Weil, wenn man spielt, weil ich zeigen könnte. Nicht mal nur so Shampoo dran oder irgendwelchen anderen Mist. Soll ich diese Soldatenspackos hier erstmal erledigen? Jetzt bräuchte ich mal dringend Heilung, sonst bin ich geliefert. Aber erstmal hier Sprengladungen. Oh nein. Zwei. Oh, jetzt hier. Wo waren die jetzt? Hier. Nummer 4. Jetzt dürfte es kaputt sein. Was? Ich hab's. Hab ich das jetzt geschafft oder verkackt? Der Abwurf von explosivem Material auf ein gegnerisches Ziel ist ein wichtiges Element moderner Kriegsführung. Zusammen mit der Artillerie stellten sich Panzer und Bomber als vernichtende Ergänzung der deutschen Kriegsmaschinerie heraus. Die Luftwaffe, die gemeinsam mit den mächtigen Belagerungswaffen eingesetzt wurde, schlug in ganz Europa, über dem Kanal und in Großbritannien zu. Doch Panzer konnten gestoppt, Eisenbahngeschütze zerstört und Flugzeuge abgeschossen werden. Sehr schön, wir haben es geschafft, ey, wunderbar. Läuft. Okay. Das würde ich sogar speichern und wahrscheinlich auch gleich den Part beenden. Ja. Der ist nämlich auch für den Montag. Hatte ich mir nämlich überlegt. Ja, so ist es. Ich nehme mal einen neuen Block. So, gespeichert. Zurück zur Zentrale. Auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt auf alle Fälle die Greta zerstört. Wir haben das ganze, diese ganze Inneneinrichtung auch kaputt gemacht und demoliert. Und jetzt schauen wir uns mal die nächste Mission an, bevor wir den Part beenden. Machen wir auch. Willkommen, Lieutenant. Leider haben Sie vor Ihrer neuen Mission nicht viel Zeit zum Ausruhen. Diesmal liegt Ihr Ziel innerhalb von Deutschland. Wir schicken Sie zur U-Boot-Werft Dachsmark in Bremen. Dort wird ein neuer Prototyp gebaut, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass dieses Monster sein Periskop jemals auf ein alliiertes Schiff richtet. Zerstören Sie es, egal wie.
Wir haben den Transport zur Daxmark für Sie auf einen Handelsmarinefrachter arrangiert. Sie arbeiten wieder verdeckt, diesmal allerdings als Kriegsmarineoffizier. Lassen Sie es mich deutlich ausdrücken, Patterson. Fehler können wir uns nicht erlauben. Der Zeitplan ist extrem eng gesteckt. Der Geheimdienst berichtet, dass das U-Boot noch in dieser Woche auslaufen soll. Erfüllen Sie Ihre Aufgabe so schnell wie möglich. Okay, wir müssen anscheinend dieses U-Boot infiltrieren, glaube ich, und halt auch irgendwie zerstören. Ich werde es sehen. Aber interessant. Na, mal sehen. Gehe zur... Was? Promenadendeck. Verschaffe dir Zugang zur Brücke. Finde den Schraubenschlüssel. Dringe in den Maschinenraum ein. Zerstöre die Maschine. Verlasse das Schiff durch den Frachtraum. Ja, das machen wir aber beim nächsten Mal. Beziehungsweise, das mache ich am Montag nach der Arbeit. Beziehungsweise, und ja... Aber wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einfach ein Like da, eure Meinung und unterstützt mich mit einem Abo. Ansonsten, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann bei Mellow Fauna. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.